Bitte schön. Darf man als Taxifahrer arbeiten? Darf man als Taxifahrer arbeiten? Ich empfehle das niemandem. Und ich sage das seit Jahren, aber unsere Geschwister hören nicht auf uns. Und manche haben dann zum Schluss eingesehen, dass das ein großer Fehler von ihnen war. Aber subhanallah. Manche Leute sagen dir, als Taxifahrer kann ich meine Gebete machen und kann ich zum Jumma gehen. Das ist richtig. Das sind Vorteile, ohne Zweifel. Aber welche große Fittern begegnet man als Taxifahrer? Welche große Fittern? Minirock. Also du hast überhaupt kein Problem damit direkt zu sein. Nein. Bist du Taxifahrer? Allah, ihr die Kleidung. Na, welche Fittern begegnet man? Frauen, richtig. Und nicht alle wollen mit Geld bezahlen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Möge Allah uns bewahren. Und das habe ich von vielen Taxifahrern gehört. Als ich ihnen gesagt habe, seid ehrlich, lasst uns ehrlich sprechen oder wollen wir uns betrügen, so haben sie mir offenbart, was sie erleben im Alltag. Das ist nun mal die Wahrheit. Welche noch? Schlechten Orten fahren. Schlechten Orten fahren, sehr gut. Das passiert am meisten. Einer sagt zum Beispiel, fahr mich dort und dorthin und er meint einen schmutzigen Ort. Na, weiter, bitteschön. Vielleicht alkoholisierte Person. Sehr gut. Eine Person, der mit Alkohol in sein Auto hereinkommt oder einen Kasten Bier trinkt, zum Beispiel, und er möchte den transportieren. Alles Probleme. Sind das Sachen, die kurios sind? Antwort, nein, das passiert tagtäglich. Und daher empfehle ich unseren Geschwistern, dass sie nicht so einen Job ausführen. Wallahi, die Fittern sind gewaltig. Sagt man, ja, aber so viele Jobs gibt es nicht für uns. Wer sagt dir das? Wisst ihr, was, dass das meiste halal ist und nur das wenigste haram? Ja, wenn du jetzt das zählst, was haram ist, zum Beispiel, mit was darfst du nicht arbeiten als Muslim? Zum Beispiel mit Alkohol, Schwein, Zinsen. Versicherung, Prostitution. Wenn ihr mir jetzt noch 20 Sachen nennt, okay, das sind 20 Sachen, aber wie viele Sachen sind jetzt allein? Tausende. Aber wir tun so, dann kennst du die Leute, der will einen Haram-Job machen, er sagt, alles ist bei euch was? Haram. Das stimmt doch gar nicht. Das meiste ist halal. Du musst dich nur anstrengen. Alhamdulillah, tausende von Jobs sind halal. Ich meine, jeder weiß auch, was halal ist und was haram ist. Daher soll man Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass man zu so einem Halal-Job geführt wird. Und wenn du alles als Haram siehst, was sowieso nicht stimmt, dann mach dich selbstständig. Dein Risk ist schon geschrieben bei Allah. Kennt ihr Leute, die innerhalb relativ kurzer Zeit vermögend geworden sind? Natürlich. Als Selbstständiger. Allah hat dein Risk geschrieben. Mach dir keine Sorge. Nein. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ich glaube, du hast dich nicht gemeldet. Ehrlich? Alhamdulillah. Und zwar, ich habe eine kurze Frage. Wenn man jetzt als Taxifahrer arbeitet, ist das Geld am Haram, was man verdient? Ist das Geld, was man als Taxifahrer also verdient, haram? Nein, das können wir so nicht sagen. Wir haben nur darüber geredet, Achi Karim, es gibt bestimmte Fittern. Nein, nein, bin ich nicht, aber ich meine. Es gibt bestimmte Fittern, bestimmte Versuchungen, die schwer sind. So. Jetzt natürlich, wenn du eine Person zu einem Ort bringst, den Allah verflucht, ist das in Ordnung oder nicht? Nein. Okay. Hier hat man Falsches gemacht. Und deswegen ein Taxifahrer, wenn er all diesen Fittern entkommt, dann sagen wir ihn ahlan wa sahlan. Aber ist das realistisch oder eher unrealistisch? Unrealistisch. Schau mal, jetzt zum Beispiel ein Taxifahrer fährt abends und dann sieht er eine Frau so im Waldgebiet. Da kommt der Shaitan und sagt, nimm die Ärmste doch mit, die friert. Natürlich friert sie, wenn sie nicht sanft. Verstehst du, was ich meine? Ganz kurz, ganz kurz. Der Bruder sagt, einer macht das, ohne eine schlechte Absicht zu haben. Wir sagen nicht, dass der Bruder eine schlechte Absicht hat. Aber, schau mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Er sagte, wenn zwei Leute in einem Raum sind, das heißt eine Frau und ein Mann, so ist wer der Dritte? Shaitan. Shaitan, du weißt Bescheid, hä? Weil jetzt eine Frage, muss die Frau dem Mann gefallen oder umgekehrt, ja oder nein? Zum Beispiel, du bist mit Alice Schwarzer in einem Raum. Okay? Wenn du sie nicht kennst, die hässlichste Frau auf Erden. Ist sie für dich eine Fitna, ja oder nein?
Obwohl, schlechtes Beispiel, ne? Die gilt, glaube ich, schon als Mann. Eine Frau, die du nicht attraktiv findest, muss sie für dich eine Fitna sein, ja oder nein? Nein. Aber warum hat der Prophet Sassan trotzdem verboten, in diesem Raum allein mit einer Frau zu sein? Weil der Shaitan kommt. Und so sagte Abdullah ibn al-Mubarak, einer der Gottesfürchtigsten in seiner Zeit, einer von den Tabi'in, er sagte, schließt mich mit der Staatskasse ein. Und ihr werdet niemals sehen, dass ein Dirham fehlt. Aber wenn ihr mich mit einer dicken, hässlichen, schwarzen Sklavin einschließt, kann ich euch für nichts garantieren. Das sagt Abdullah ibn al-Mubarak. Shaitan wird es dir hübsch machen. Ja, merkst du das nicht? Manchmal bist du auf der Straße und dann sagst du von hinten, oh, was für eine hübsche Frau. Und je näher du kommst, dann merkst du, das war ein Mann mit langen Haaren. Merkst du das nicht? Das ist die Sache. Weil Shaitan schmückt dir was auf. Und dann, oh, du bist da, hast du eine Sünde bekommen für etwas, was nicht mal eine Frau war. Ja, den soll man überlegen. Shaitan, er nutzt das, er weiß, wie er dir das ausschmückt. Wallahu ta'ala ala wa alam, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Und ich hoffe, dass ich diese gläubigen Gesichter alle morgen wiedersehen mit einem wunderschönen Thema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.